Ja, herzlich willkommen zu meinem Vortrag Datenanalyse mit R für Administratoren. Mein Name ist Stefan Möding. Ich bin seit ungefähr 20 Jahren in der Systemadministration und Datenbankadministration tätig, arbeite jetzt so ungefähr seit 4 Jahren in dem Kontext auch mit R und will mal ein paar Beispiele vorstellen, was ich in den letzten Jahren mit R an dieser Stelle gemacht habe. Vom Inhalt, ich gehe mal ganz kurz ein bisschen auf R selber ein und habe dann 3 Beispiele, wo ich ein bisschen zeigen will, zum Teil die Syntax, zum Teil aber auch dann einfach Erfahrungswerte, was ich da mit R gemacht habe und wofür man R einsetzen kann. R ist eine Programmiersprache bzw. eine Programmierumgebung für statistisches Rechnen und Grafik, wie es sich selber nennt. Das heißt, überall da, wo ich Analysen machen möchte, wo ich Datenauswertungen mache und diese dann anschließend auch irgendwo in Grafiken verarbeiten möchte, kann ich R eigentlich einsetzen. R ist eine Applikation, die in der Konsole arbeitet. Das heißt, ich gebe meine Kommandos ein, erziele da die Ergebnisse, kann darüber Grafiken auch erstellen und arbeite dann im Prinzip wirklich konsolebasiert. R ist außerdem rein im Hauptspeicher unterwegs. Das heißt, die Daten, die ich einmal eingelesen habe, kann ich dann im Hauptspeicher verarbeiten und bin entsprechend schnell. Heutzutage mit 64-Bit-Architekturen ist das eher eine finanzielle Frage, ob man den Hauptspeicher bekommt, den man dann für seine Auswertung braucht oder ob das zu eng wird. R ist im Prinzip frei verfügbar für die gängigen Plattformen, also Windows, Mac und auch Unix, Linux kann man da sich entsprechend im Internet runterladen. Und ich empfehle eigentlich jedem, der mit R anfängt, sich dann auch das RStudio dazu zu installieren. Ist eine IDE in dem Umfeld. Da habe ich halt den Vorteil, dass ich meine Konsole, einen Editor in verschiedenen Panels habe, dass ich die erzeugten Grafiken mir direkt anschauen kann, dass ich das Hilfesystem integriert habe und auch zum Beispiel eine Git-Anwendung integriert habe, dass ich halt sofort meine Skripte auch entsprechend irgendwo in einem Git-Repository pflegen kann. Auch RStudio ist frei verfügbar und für die Plattformen, die halt so im Desktop-Bereich im Einsatz sind, erhältlich. Wo sehe ich persönlich Stärken von R? Warum liebe ich R eigentlich? Zum einen, ich habe es mal Code statt Klick getauft. R ist eben Konsoleanwendung im ersten Schritt. Das heißt, ich skripte irgendwo meine Auswertungen. Ich habe nicht irgendwo eine Anwendung, wo ich mir mit der Maus was zusammenklicke. Dadurch ist es nachvollziehbar, zum einen für mich selber, weil ich auch in einem halben Jahr immer noch verstehe, was ich da eigentlich gemacht habe und nicht nur ein fertiges Ergebnis habe. Es ist reproduzierbar damit, weil ich halt einfach Sachen, die ich einmal gemacht habe, auch mit anderen Daten später immer noch mal wiederholen kann. Und eben, weil es geskriptet ist, damit auch sehr einfach versionierbar. Er hat sehr viele Schnittstellen. Zum einen auf der Importseite halt die Möglichkeit, von einfachen Textdateien, CSV-Dateien was einzulesen, aber auch Schnittstellen in Richtung Datenbanken, sodass ich also gar nicht den Umweg über irgendwelche Dateien gehen muss, sondern direkt aus den entsprechenden Anwendungen mir das abholen kann, was ich auswerten möchte. Auf der Exportseite, ja, im Grafikbereich kann ich halt die gängigen Grafikformate produzieren. Weiterhin habe ich die Möglichkeit, HTML, Markdown oder LaTeX zu generieren. Das ist eine relativ interessante Sache. Stichwort NoWeb, wer es schon mal gehört hat. Das heißt, ich kann in einem Dokument im Prinzip meinen Text und auch meine Analysen miteinander verweben und bekomme dann in einem Rutsch dann das fertige Dokument, wo die entsprechenden Ergebnisse drin sind. Also ich habe als Beispiel hier diese Folien zum Beispiel, sind in LaTeX entstanden. Und das, was wir gleich sehen an Auswertungen, an Grafiken, ist halt im System integriert entstanden und ich habe nicht irgendwo das Problem, dass ich eine Grafik einbinde, die irgendwo schon veraltet ist, sondern die Grafik wird halt, während ich das Ganze durchlaufen lasse, dann auch mit den aktuellen Daten generiert. Ja, R ist auch sehr einfach erweiterbar und wie in einigen anderen Gebieten, bei Tech und bei Perl ist es zum Beispiel auch so, kommt dann eine Community, die dann halt anfängt, da eine Sammlung aufzubauen mit entsprechenden Modulen. Das gibt es für R auch, nennt sich CRAN. Aktueller Stand sind so ungefähr 5.800 fertige Pakete, die man da halt runterladen und installieren kann. Und das sind halt Sachen, die gehen von einfachen Import-Output-Routinen für spezielle Formate zum Beispiel und ja, dann auch sehr stark fachlich orientierte Auswertungen und Algorithmen
R wird zum Beispiel in der Bioinformatik sehr stark eingesetzt und das geht dann hin bis zur DNA-Analyse, was dann halt in diesen Paketen implementiert ist. Nicht jeder braucht alles, aber wer spezielle Anwendungen hat, findet da vielleicht irgendwas, was er gebrauchen kann. Ich habe auch nachher noch ein Beispiel mitgebracht von einem Modul, was ich davon zeigen möchte. Ja, soweit zur Einführung. Gucken wir unser erstes Beispiel an. Ich möchte ein bisschen zeigen, Auswertung von Tomcat-Antwortzeiten. Dabei soll es um so Fragestellungen gehen, was sind denn so typische Werte davon, wie ist die Verteilung, gibt es Ausreißer und das halt ein bisschen darstellen. Als erstes müssen wir unsere Daten irgendwie in R reinbekommen. Ich habe mich hier für das Log-File entschieden. Das ist halt so eine typische Darstellung, wie Tomcat seine Log-Dateien konfiguriert. Was ich jetzt gemacht habe, ist erstmal nur einfach hinten angehängt %D. Das ist die Anweisung, die dem Tomcat dann halt sagt, bitte protokolliere auch die Laufzeit für jeden einzelnen Request mit. Und das sind eben genau die Zeiten, die ich jetzt hier für die Auswertung verwenden möchte. Damit haben wir unser Log-File mit den Werten drin. Jetzt müssen wir das Ganze nur noch nach R reinbekommen. Da habe ich das erste Kommando mal mitgebracht. So sieht das Ganze in R aus. Ich gehe da mal kurz durch die Syntax durch und erläutere das ein bisschen. Hashmark ganz klar als Zeichen für Kommentar, die erste Zeile. In der zweiten Zeile haben wir einen Funktionsaufruf, der dann in eine Variable abgespeichert wird. Links Tomcat, das ist unser Variablenname, den ich hier verwendet habe. Der Zuweisungsoperator ist dieses kleine Minus in R. Syntaktisch kann man da auch ein Gleichheitszeichen verwenden. Ich finde das ein bisschen ansprechender. Und auf der rechten Seite haben wir die Funktion, die das Ganze aus einer Datei einlässt, nennt sich ReadTable. Wir sehen hier einen Punkt mittendrin. Der Punkt ist an der Stelle also gar nicht irgendeine spezielle Spezifikum von R an dieser Stelle. Ich kann eigentlich an sehr vielen Identifiern, Funktionsnamen, Variablen, kann ich die Punkte verwenden als Trenner, um das Ganze einfach lesbarer zu machen. Also das ist eine reine Konvention und wird bei R halt sehr stark verwendet. Ja, und die Funktion bekommt ein Argument, unseren Dateinamen, den ich damit einlesen möchte. Und am Ende, wir sehen das, die Endung .gz. R ist also in der Lage, da auch ohne Probleme sofort komprimierte Dateien einzulesen. Ich könnte an dieser Stelle auch eine Internetadresse im HTTP-Protokoll angeben. R würde dann auch transparent über Internetaufruf die Dateien von dem Webserver runterladen, sodass ich da also sehr viele Möglichkeiten habe, wenn es darauf ankommt, die Daten irgendwo erstmal in R reinzubekommen. Was dabei entsteht, nennt sich in R ein Data Frame. Ist eine Struktur aus Zeilen und Spalten. Die Zeilen, ganz klar, sind die Zeilen in unserem Log-File gewesen. Und die Spalten, das macht eben die Funktion ReadTable, die bricht an den Leerzeichen die entsprechenden Werte auf und füllt damit die einzelnen Felder, die dann eben zu Spalten werden. Inhaltlich kann man sich das genauso wie bei einem Spreadsheet irgendwo quasi eine Excel-Datei vorstellen oder eine Datenbanktabelle. Das ist also das Resultat, was dann in R allerdings im Hauptspeicher entsprechend vorliegt. Wenn ich das mache, vergibt R für die Spalten erstmal generierte Namen. Die heißen dann V1, V2, V3. Wenn ich das nicht möchte, um einfach nachher lesbarer weiter zu programmieren, dann kann ich in einem zweiten Schritt auch die Spaltennamen überschreiben. Ich habe das hier mal dargestellt. Da haben wir halt wieder eine Zuweisung, mit der wir die Namen überschreiben. Und auf der rechten Seite habe ich jetzt eine Funktion C. Das ist die Combine-Funktion. In R ist es so, dass ich sehr häufig mit Vektoren arbeite, also Sequenzen von gleichartigen Objekten, die dann als Einheit verarbeitet werden. Und so ein Vektor erstellt eben die Funktion C aus ihren Argumenten. Also das Resultat von diesem Aufruf ist letztlich ein Vektor, der diese einzelnen Strings beinhaltet und damit überschreibe ich dann die Namen, die R an dieser Stelle selber generiert hat. So haben wir unsere Daten nach R reingeladen. Jetzt wollen wir uns ein paar einfache Funktionen anschauen, um das Ganze dann zu analysieren. Im ersten Schritt mal nur angucken, wie sieht der Wertebereich aus. Das funktioniert dann also sehr einfach mit der Funktion Range. Und hier ist es jetzt so, wir haben ja den einzelnen Spalten Namen vergeben und das Dollarzeichen halt zwischen meiner Variablen und dem Spaltennamen ist halt dann der Zugriffsoperator, um auf diese einzelne Spalte explizit zugreifen zu können. Ergebnis sind hier jetzt zwei Werte, die 38 und die 78. Das sind halt die Antwortzeiten in Millisekunden, die wir in unseren Daten finden. Das Minimum 38, das Maximum 78 Millisekunden. Noch ganz kurz die 1 in eckigen Klammern am Anfang.
Ich hatte gerade über die Vektoren gesprochen. R kann halt nicht nur Vektoren als Eingabeparameter bekommen, sondern eine Funktion kann auch einen kompletten Vektor als Ausgabe produzieren. Wenn ich sowas auf dem Bildschirm ausgebe, ist die Anzeige möglicherweise sehr länglich. Wir sehen ja hier schon, dass wir zwei Werte bekommen. Wenn ich jetzt 100 Werte ausgeben würde, dann ist es natürlich ein bisschen mühsam nachzuzählen. In der zweiten, dritten, vierten Zeile ist das jetzt der 98. oder der 99. Wert. Und R schreibt halt hier im Prinzip an den Zeilenanfang immer, mit welchem Wert diese Zeile anfängt. Da wir hier nur eine Zeile haben, kommt da halt die 1 in eckigen Klammern her. Ja, so habe ich ein bisschen gesehen, wo die Daten denn insgesamt liegen, in welchem Bereich. Jetzt können wir uns als nächsten einfachen Fall mal den Mittelwert anschauen. Die Funktion dazu heißt mean. Aufrufparameter genauso. Wir bekommen den Mittelwert angezeigt, 43,9 Millisekunden. Der Mittelwert hier, das arithmetische Mittel, ist halt nur eine Methode, um irgendwo zu gucken, wo ein Zentrum, will ich mal sagen, der Daten vorliegt. Eine andere Methode habe ich noch mal hier aufgezeigt, der Median. Der Median ist der Wert, der die Daten in zwei Teile teilt, und zwar von der Anzahl mäßig. Also sagt mir die 43 hier, ich habe genauso viele Messwerte, die kleiner als 43 Millisekunden sind, wie ich Messwerte habe, die größer als 43 Millisekunden sind. Damit weiß ich also auch schon, wo ich diese Sache in zwei Hälften teilen kann. Ja, und dann kann ich mir unter anderem vielleicht auch noch die Streuung anschauen. Die Funktion hier nennt sich IQR für Interquartile Range. Da merkt man ein bisschen, dass bei diesen Wordings die englischen und die deutschen Begriffe also teilweise völlig auseinandergehen. Auch hier wieder ganz einfach die Parameter mit den entsprechenden Werten. Als Ergebnis bekomme ich hier die 4. Und was sagt mir die 4 jetzt? Die 4 ist im Prinzip der Bereich, in dem die Hälfte meiner Daten vorliegen, und zwar um diesen Median herum. Das heißt, diese zwei Werte zusammen sagen mir, dass ich zwischen 41 und 45 Millisekunden die Hälfte meiner Messwerte vorliegen habe. Und so kann ich mich da an der Stelle halt mit diesen einfachen Funktionen schon ein bisschen informieren, wo meine Daten eigentlich liegen, die ich da gemessen habe. Als letztes Beispiel, um das hier mit den Zahlen noch ein bisschen weiter zu treiben, habe ich noch eine Funktion mitgebracht, die sich mit Quantilen beschäftigt. Das ist etwas, was im SLA möglicherweise vorkommt, wenn ich halt in so einem Ops-Bereich vielleicht tätig bin. Ich habe hier mal den entsprechenden Begriff mit reingeschrieben. Also es gibt in einem SLA sehr häufig Formulierungen, in 99% der Fälle liegt die Antwortzeit halt unter einem gewissen Wert, zum Beispiel 75 Millisekunden. Das garantiere ich dann vielleicht als Betreiber entsprechend meinem Kunden. Und das kann ich eben mit dieser Funktion sehr einfach auch ausrechnen, indem ich dann wieder meine Werte als Parameter drin habe und eben das 99%-Quantil abfrage und bekomme als Ergebnis hier halt die 73,84. Und wenn ich dann halt zum Beispiel ein SLAA habe, der sagt unter 75 Millisekunden, dann habe ich hier mit einem Einzeiler schon gezeigt, dass ich diesen SLA jetzt für die konkrete Messung halt halten konnte. Ja, das sind so ein paar inhaltliche Funktionen, wie ich mit Werten umgehen kann. Bitte? Muss ich nicht. R hat an dieser Stelle, die Argumente sind halt von der Position her, wenn sie klar sind, werden sie übernommen. Aber wenn ich zum Beispiel Funktionen habe, die sehr viele Argumente nehmen und ich nicht das zweite mit einem Wert belegen will, sondern erst das fünfte, dann gebe ich halt auch entsprechend den Namen an. Ich hätte den ersten natürlich auch immer mit einem Namen hinterlegen können. Das ist dann eine Sache des eigenen Geschmacks auch, ob man das dann noch macht. Ich weiß auch im Moment gar nicht, ob das jetzt wirklich nötig gewesen wäre oder ob das der zweite Parameter gewesen wäre. Ja, wir haben ein bisschen... Oh, Verzeihung, klar. Also es ging um die Frage, warum ich oder ob ich denn einige Parameter, die ich hier mit Namen angebe, ob das so sein muss und warum andere Parameter, wie der erste, den ich hier hatte, warum da kein expliziter Name vorgegeben wurde. Ja, jetzt habe ich ein bisschen mit den Zahlen gespielt. Der Mensch ist eigentlich recht schlecht dabei, solche Zahlen dann auch zu begreifen. Und deswegen ist es in vielen Fällen viel besser und interessanter, das Ganze sich auf eine grafische Art anzuzeigen. R hat da natürlich auch jede Menge Möglichkeiten, wo ich jetzt ein bisschen was zeigen möchte. Die erste Funktion, die ich mal mitgebracht habe, ist das Stammblattdiagramm, was so eine Häufigkeitsverteilung angeht. Die Funktion oben sehen wir im Aufruf, also wieder unsere Argumente. Jetzt habe ich hier einen zweiten und einen dritten Parameter gesetzt. Das war nötig, damit das Ganze noch auf die Seite ging. Das will ich jetzt hier gar nicht weiter vertiefen. Die würde man in einer normalen Analyse im ersten Schritt auch mal weglassen. Ich beschreibe mal kurz, wie mir dieses Bild jetzt hilft zu verstehen, was die Zahlen dahinter eigentlich darstellen.
Und zwar nehme ich dazu, wir fangen mal mit der ersten Reihe an, also da, wo die 3 vorne steht vor dem Pipe-Symbol. Ich nehme immer das, was links vom Pipe-Symbol steht, hänge eine Ziffer an von dem, was rechts steht und schiebe dann, wie entsprechend angegeben, den Dezimalpunkt noch an die richtige Stelle. Also in unserem Fall hier eine Stelle nach rechts. Das heißt, ich würde aus der 3 und der 8 die Zahl 38 machen. Das ist unser Minimum, wie wir eben schon gesehen haben. Das ist unser erster Messwert. Die 4 Neunen, die jetzt in dieser Zeile dahinter kommen, bearbeite ich genauso. Das heißt, ich würde daraus 4 mal die 39 machen und weiß dann, dass ich 4 mal den Messwert 39 in meinen Daten drin hatte. Und so gehe ich im Prinzip durch jede Zeile durch. Mit der 40 sehe ich, da habe ich schon eine ganze Menge, die entsprechend mit 40 Werten drin sind. Die 41, die 42 und so geht's weiter. Auf der anderen Seite springen wir ganz nach unten. Die 7 und die 6 bauen wir zu 76 zusammen und die 7 und die 8 zu 78. Und 78 war ja genau unser Maximum. Das heißt, wir sehen hier eine Darstellung, wo im Prinzip jeder einzelne Messwert vorhanden ist, sodass ich also auch an der Länge der entsprechenden Zeile sehen kann, wo häufen sich die Werte und an den Leerstellen auch erkenne, wo fehlen Werte und wo sind Ausreißer, die eben dann irgendwo da hinten noch dahinter kommen. Und damit gewinne ich meines Erachtens im ersten Schritt schon mal ein sehr gutes Bild, wie die Datenverteilung hier vorliegt. Und das Interessante an dieser Darstellung meiner Meinung nach ist, dass es jetzt rein ASCII-basiert. Das heißt, das ist eine Sache, das kann ich auch über eine einfache SSH-Verbindung auf dem Server, der sonst wo steht, ausführen, sehr schnell analysieren und mir einen Überblick verschaffen. Ich brauche nicht die Daten irgendwo über eine vielleicht langsame Leitung bis zu meinem Desktop zu laden, um da eine Grafik zu erstellen. Ich brauche auch keine grafische Verbindung, irgendwo XL-Forwarding, um dann irgendwie meine Grafik anzeigen zu können. Das hier kann ich eben über eine relativ einfache Verbindung schon aufrufen. Und es bietet mir eben ein Bild, wie die Datenverteilung ist. Bitte. Also die Frage war, kann R da irgendwo noch tricksen und Grafiken auf einem X-Term zum Beispiel darstellen, weil das X-Term da in der Lage ist, halt etwas mehr Grafiken zu machen? Soweit ich weiß nicht, jedenfalls nicht mit den Standardmitteln, weil es da einfach ein relativ einfaches Terminal voraussetzt. Es kann aber durchaus sein, dass in dieser Bibliothek von 5800 Paketen irgendwas dabei ist, was das leisten kann. Da bin ich aber überfragt. Ja, wir haben hier so ein bisschen Grafik im einfachen Stil. R ist in der Grafikwelt eigentlich recht gut. Und ich will dann ein bisschen weiter demonstrieren, was an der Stelle auch noch möglich ist, indem echte Grafiken erstellt werden, die ich dann auch in irgendwelche Dokumente einbetten kann. Ich habe hier noch eine Stripchart mitgebracht, wie das entsprechend heißt. Aufrufparameter oben ist jetzt ein bisschen länger. Da setze ich aber zum Beispiel, und das wollte ich eben mal zeigen, auch die entsprechenden Beschreibungen der Achsen. Ich kann mit dem letzten Parameter, das PCH, hier lege ich fest, welches Zeichen ich benutze, um meine Messwerte darzustellen. Das ist jetzt hier die 16, ist der Wert für den schwarzen Punkt, der dann eben hier verwendet wird. Und hier sehen wir halt im Prinzip auch ähnlich wie im letzten Bild, jetzt nur um 90 Grad gedreht, dass ich jeden einzelnen Messwert als konkreten Punkt in meiner Grafik wiederfinde. Das geht halt ganz links einmal mit der einsamen 38 los, daneben 4 mal die 39, die dann übereinander gepackt werden. Das kommt vom Methode gleich Stack, die oben angegeben wurde. Und so habe ich halt alle Datenpunkte irgendwo in diesem Bild drin, bis ich hier rechts ankomme und eben meine Extremwerte, meine Ausreißer hier mit 76 und 78 Millisekunden dann auch entsprechend finde. Das heißt, das ist jetzt eine Darstellung, etwas besser dargestellt, eben in einem Grafikformat und, wie man sieht, mit einem relativ einfachen Aufruf auch zu machen. Der Normalfall ist, also ich kann so eine Grafik erstellen und gebe dann dem System das Kommando, das ist die fertige Grafik, weil ich kann sowas auch in Layern aufbauen, dass ich sowas dann als Datei abspeichere, wenn ich im Terminal arbeite. Also die Frage, Entschuldigung, nochmal zu wiederholen, wie bekomme ich dann wirklich die Grafik im Endeffekt? Arbeite ich in dem IDE zum Beispiel, in einem R-Studio, dann erscheint die Grafik, wenn ich sie produziere, sowieso in einem eigenen Fenster. R kann auch, wenn es in einer grafischen Umgebung gestartet wird, also wenn ich zum Beispiel in einem Terminal bin, wo ich eben einen X-Server ansprechen kann, kann es auch eigene Fenster aufmachen, um dann Grafiken anzuzeigen. Das ist nicht mehr ganz so, wie soll ich sagen, benutzerfreundlich, als wenn ich das in der IDE mache, wo das Ganze dann doch etwas besser funktioniert.
im ersten Schritt ist aber die Erstellung der Grafik als dann eben PNG, JPEG, was ich mir da vorstelle als File, der erste Ausgabeweg. Ja, und als letzten grafischen Teil dann noch so den Standardklassiker, das Histogramm, wie man hier sieht, auch als Einzeiler machbar. Ich habe da noch ein bisschen rumgespielt. Ich kann auch die Farbe setzen, wie man hier sieht, und auch an einigen anderen Parametern drehen. R ist eigentlich in der Lage, mit den Standardoptionen schon recht gute Grafiken zu erstellen. Aber ich habe hier sehr viele Möglichkeiten, auch einzugreifen und das Ganze eben so zu formatieren, wie ich es vielleicht für meine Darstellung dann auch gerne hätte. Ja, das soll das erste Beispiel gewesen sein, so ein bisschen als Einleitung auch. Was ist an Analysewerkzeugen da? R hat halt sehr viele Funktionen, die mir die Arbeit da abnehmen können. Ein paar habe ich hier vorgestellt. Und ich möchte dann zum zweiten Beispiel übergehen. Dabei soll es um die Round-Robin-Database gehen und eine Anwendung von R, mit der ich halt an der Stelle ein bisschen was produzieren möchte. Wer die Round-Robin-Database nicht kennt, das ist eine Softwarekomponente, kann man sagen, eine Bibliothek, mit der ich Zeitreihen zum einen aggregieren und zum anderen auch visualisieren kann. Die meisten, die so im Bereich Administration unterwegs sind, die haben vermutlich irgendwo sowas schon mal gesehen, weil das Ganze wird bei den meisten Monitoring-Tools unter der Haube eingesetzt, um die Grafiken eben zu produzieren, die Messwerte. Und das, was wir hier rechts sehen, ein bisschen unscharf, das ist halt so eine typische Grafik, wie sie von RRD produziert wird, mit Messwerten über CPU-Auslastungen, über Plattenplatz, über alles Mögliche. Was weniger bekannt ist, ich kann RRD auch einsetzen, um Prognosen zu machen. Das heißt, Voraussagen zu treffen, wie entwickeln sich meine Messwerte denn? Wofür ist das sinnvoll? Ich kann damit zum Beispiel erkennen, oder ich kann mir ein System bauen, mit dem ich erkenne, ob mein System denn eigentlich noch in einem normalen Zustand arbeitet oder nicht. Einfaches Beispiel, ich kenne eine Firma, die arbeitet im Bereich Verarbeitung von Kreditkartentransaktionen und die haben halt einen großen Monitor an der Wand hängen und da läuft einmal die Kurve der aktuellen Transaktionslast und einmal die Vorhersage, die sie glauben, die heute eigentlich im System verarbeitet werden müsste. Und die benutzen diesen Monitor, wo die zwei Kurven halt übereinander liegen, schon mal als visuelles Hilfsmittel, um zu entscheiden, ob sie tiefer reingucken müssen, ob irgendwas vielleicht schief läuft oder ob das System sich so verhält, wie sie im Moment eigentlich auch glauben und wie sie planen. Und sowas kann ich eben mit RRD auch sehr einfach machen, indem ich die zwei Werte übereinander lege und darauf mit möglicherweise einfach ein Monitoring aufsetze. Ja, was steckt dahinter? Hier wird ein Algorithmus angewendet, der jetzt, glaube ich, so 50 Jahre alt ist, nennt sich Holt-Winters-Algorithmus. Der basiert auf drei Zahlen, die dann reingerechnet werden. Das ist einmal, wird das Niveau genannt. Das ist so quasi mein aktueller Messwert, den ich halt benutze, um den nächsten Messwert ein bisschen abzuschätzen. Einmal gibt es einen langfristigen Trend, also so eine Information, so 10% Wachstum im Jahr würde in diesem Parameter irgendwo hinterstehen. Und dann etwas, was sich saisonale Komponente nennt. Da steckt halt hinter, dass ich zur Prognose meines heutigen Messwertes um diese Uhrzeit den Messwert von gestern, von vorgestern oder auch von letzter Woche benutze, weil vielleicht von dem, was ich da messe, so eine saisonale Komponente da drin steckt, dass ich das sinnvollerweise ausnutze, die Erfahrung, die ich da einfach gestern oder vorgestern um diese Uhrzeit hatte. Ja, und diese drei Parameter werden einfach verschieden gewichtet in mein Modell reingerechnet. Das Problem ist, diese drei Parameter muss ich kennen, damit ich eben diese Prognose machen kann. Und hier lässt RRD mich im Prinzip im Regen stehen, weil RRD gibt mir keine Hilfe an die Hand, wie ich diese Parameter für meine Daten denn jetzt eigentlich rauskriege. Was mache ich? Ich könnte raten. So kann das aussehen, wenn ich diese Parameter rate. Ich habe also hier so eine typische Grafik, wie RRD sie erstellt. Meine blaue Kurve mit den Messwerten meines Apaches und eine Prognose, wie das System glaubt, dass die Messwerte sein müssten. Und wie man leicht erkennen kann, ist das also für eine Prognose nicht wirklich zu gebrauchen. Also gehe ich hin und verwende jetzt R, um aus meinen Daten, aus meinen Messwerten, diese Parameter abzuleiten. Wir fangen wieder an, die Daten in R zu importieren, benutzen diesmal eine etwas andere Funktion, nennt sich read.csv, weil die Daten halt in diesem Format vorliegen. Gebe wieder einen Dateinamen an. Und bei CSV-Dateien ist es ja häufig so, dass in der ersten Zeile Namen drinstehen für die entsprechenden Spalten, dass ich das halt an der Stelle ablesen kann.
Und an der Stelle kann R also auch hingehen, und das kann ich über diesen Parameter Header gleich True steuern, dass das mit ausgewertet wird und ich dann eben nicht mehr diese Namen selber setzen muss, beziehungsweise R da auch keine selbstgenerierten Namen verwendet. Das heißt, so bekomme ich die Daten rein. Schauen wir uns mal ein Beispiel an. Ich habe jetzt hier die Funktion head verwendet. Also ganz ähnlich wie auf der Shell, wer da ein bisschen sich auskennt, funktioniert hier ganz ähnlich. Man ist da sehr schnell, denke ich, auch von den Kommandos drin. Head zeigt mir halt entsprechend die ersten Messwerte an. Es gibt auch eine Funktion namens tail, die das halt mit den letzten Messwerten machen würde oder den letzten Werten, die in meinem Dataframe drinstecken. Und was wir hier erkennen, sind halt, wir haben zwei Spalten. Die erste nennt sich time, besteht eben aus einer Datums- und einer Uhrzeitkomponente. Und wir erkennen hier sehr einfach, dass unsere Messwerte im 10-Sekunden-Raster aufgenommen wurden. Und dann eben die zweite Spalte mit den konkreten Werten, die zu dem Zeitpunkt eben gemessen wurden. Davon habe ich, keine Ahnung, ich glaube 2-3 Wochen an Messwerten genommen, um dann meine Auswertung damit zu machen. Und das wollen wir uns jetzt anschauen. Ich brauche im ersten Schritt etwas, was sich Time-Serie nennt, um diese Auswertung zu machen. Die erzeugen wir mit der Funktion TS. Aufrufparameter wieder ganz ähnlich, wie wir eben schon ein paar Mal gesehen haben. Der erste Parameter ist halt einfach unsere Reihe mit den entsprechenden Messwerten. Und dann gebe ich noch eine Frequenz an. Das System braucht an der Stelle halt eine Information, wann sich die Messwerte quasi wiederholen. Wann ich halt an einem Punkt bin, gleiche Uhrzeit, nächster Tag, wenn ich denn eine tageweise Prognose machen möchte. So, wir hatten die 10-Sekunden-Raster gerade eben in den Daten gesehen und bei 86.400 Sekunden am Tag habe ich dann eben 8.640 Intervalle, nach denen dann im Prinzip der nächste Tag anfängt. Und das teile ich dem System hier einfach mit, weil ich sage, ich möchte die Prognose auf Tagesbasis machen, weil ich aus den Daten schon rein optisch sehen kann, dass die sich vom einen auf den anderen Tag die Auslastung immer recht ähnlich ist und ich glaube, dass das eben ein guter Ansatz ist. Ja, und sobald ich die Werte eben hier als Time-Serie abgespeichert habe, kann ich dann auch hingehen und die Parameter ermitteln. R kennt diese Funktion Hold Winters, die ich eben angesprochen hatte, also der Algorithmus, der dahinter steckt, auch als interne Funktion. Ich rufe das einfach auf und R würde normalerweise an dieser Stelle eben auch diese Prognose machen, die ich eigentlich mit RAD machen will. Diese Funktion hat aber eine interessante Fähigkeit. Sie kann nämlich, wenn ich die Parameter Alpha, Beta und Gamma nicht angebe, sich selber ausrechnen, welche denn wohl am besten für die Prognose passen. Und die drei Werte, die dann eben von der Funktion ausgerechnet werden, als die optimalsten, um eine Prognose zu machen, die zeige ich dann hier unten an. Und so bekomme ich halt meine drei Werte Alpha, Beta und Gamma für meine Prognose, die ich mit diesem Algorithmus machen möchte. Wir sehen hier, Beta steht auf 0. Ich hatte eben kurz die drei Werte erklärt. Beta war der Wert, der eben so einen langfristigen Trend darstellt. Und das erzählt mir jetzt also sehr einfach. In meinen Daten ist offensichtlich kein langfristiger Trend verfügbar, der für eine Analyse eben ausgewertet werden könnte. Das kann ich also hier an diesen Zahlen auch schon sehen. Ja, und mit den Werten kann ich jetzt einfach hingehen, starte dann einfach wieder das entsprechende RAD, den entsprechenden Komponenten RAD. Und hier sehen wir das Ergebnis von denselben Werten, die wir gerade eben schon hatten, aber diesmal eben mit den konkreten drei Werten, die wir von R haben ausrechnen lassen. Und wie man hier sieht, passen die Prognosekurve, also die Prognosekurve und die gemessenen Daten, das ist der hellblaue Teil, relativ gut aufeinander. Es sind immer mal wieder Stellen, an denen ein bisschen drunter, drüber ein weißer Fleck auftaucht, aber auf der anderen Seite, wir reden hier über einen Webserver. Da steckt natürlich irgendwo auch ein gewisses Zufallselement hinter, was ich eben nicht prognostizieren kann. Und dafür passt das meines Erachtens schon relativ gut zusammen. Das ist halt eine Sache, da muss jeder im Prinzip selber aus seinen Daten irgendwo sich eine Meinung bilden, ob er da vielleicht eine sinnvolle Prognose mitmachen kann und ob er damit was tun kann. Oder ob das, weil das System sich sowieso so chaotisch verhält, sowieso nicht möglich ist. In dem Beispiel, denke ich, passt das relativ gut. Bitte. Also die Frage, wie viel Trainingswerte im Prinzip für die Prognose, genau, die vorher eben benutzt werden. Und ich habe, glaube ich, insgesamt einen Intervall von 3 Wochen an Daten zur Verfügung gehabt, was ich dann entsprechend ausgewertet habe und dann eine 4. Woche, die ich dann eben prognostiziere. Und das ist jetzt ein Ausschnitt. Hier sieht man ja im Prinzip die Skala unten von ein paar Stunden nur,
von einem Tag, der dann einfach in der vierten Woche vorlag. Aber das ist, wie gesagt, halt eine Sache, das hängt sehr stark eben auch vom System, von den Daten ab, ob das eine Prognose sinnvoll erlaubt. Ich habe hier jetzt tageweise gearbeitet, weil so von Freitag auf Samstag auf Sonntag sich bei meinem Webserver nicht so viel ändert. Es mag durchaus Systeme geben, bei der Freitag und der Samstag völlig unterschiedlich arbeiten, weil einfach wegen Wochenende da eine ganz andere Last drauf ist. Dann würde ich vielleicht eher mit wochenweisen Prognosen arbeiten können. Ja, und das war auch das zweite Beispiel, was ich mitgebracht hatte zum Thema Prognose, wo ich halt R einsetze, um eigentlich eine ganz andere Aufgabe zu lösen, wo R wirklich nur so als Mittel, als Tool verwendet wird, um mir ein paar Werte auszurechnen mit, wie ich denke, recht einfachen Aufrufen, um dann eigentlich das, was ich machen möchte, nämlich innerhalb von RRD eine entsprechende Kurve zu produzieren. Diese Kurven werden halt im RRD genauso angelegt wie Kurven, mit denen ich die normale Messwerte halt ablege. Und das pflegt RRD dann selber. Also dadurch, dass ich, wenn ich das einmal angelegt habe, dann einfach neue Messwerte integriere, entsteht auch die entsprechende Prognose, wird dann fortgeschrieben. Ja, und als drittes Beispiel möchte ich über die Skalierbarkeit noch ein bisschen erzählen. Als Beispiel habe ich hier wieder den Tomcat-Server genommen, den ich auch am Anfang schon mal im Beispiel drin hatte. Und bei der Frage nach der Skalierbarkeit geht es halt um Fragestellungen, was ist denn so der maximale Durchsatz, den das System hier erreicht? Wodurch wird die Skalierbarkeit möglicherweise limitiert? Und wenn ich Optimierungen mache, kann ich dann irgendeine Aussage darüber treffen, wie das optimierte System das sich denn vielleicht verhält? Und das möchte ich hier jetzt mit R ein bisschen zeigen. Der Hintergrund hier, um den es geht, ist etwas, das nennt sich Universal Scalability Law. Das ist ein mathematisches Modell, mit dem die Skalierbarkeit quantifiziert wird. Quantifiziert heißt, ich presse das in Zahlen, weil Zahlen lassen sich verarbeiten, lassen sich auch vergleichen. Wenn man über Skalierbarkeit spricht, dann ist das häufig so, dass man über gut oder schlecht redet und was gut und schlecht ist, verstehen verschiedene Leute halt auch unterschiedliche Sachen drunter. Insbesondere der Lieferant einer Software und der Benutzer dieser Software haben da manchmal deutliche andere Meinungen, ob die Software skaliert oder nicht. Ja, und dieses Modell ist also auch deswegen universell, weil es sowohl für Hardware als auch für Software eingesetzt werden kann. Das heißt, ich benutze dasselbe mathematische Modell, um zum Beispiel zu hinterfragen, was passiert, wenn ich in meinem System jetzt anfange, zusätzliche Rechner reinzuschieben, mehr CPUs reinzustecken oder mehr Cores reinzunehmen. Und auf der anderen Seite, dasselbe Modell kann verwendet werden, um die Softwarewelt zu analysieren. Das heißt, was passiert eigentlich, wenn ich jetzt mehr Threads starte, mehr Clients auf das System lasse? Verhält sich das dann irgendwie noch so, wie ich mir das vorstelle? Oder ist im Vergleich zu dem, was an zusätzlicher Leistung erwartet wird, wird die einfach von dieser Software nicht mehr geliefert? Entwickelt wurde das Ganze von Dr. Neil Gunther. Wer sich mit dem Thema beschäftigen möchte, da steckt eine Menge Mathematik dahinter, die ich jetzt heute auch komplett ausblenden möchte, weil wir hier nur eine Stunde Zeit haben und nicht ein ganzes Semester. Dr. Gunther zeigt in diesem Buch über Kapazitätsplanung, also auch die komplette Beweislinie, die mathematischen Beweise, warum das Ganze funktioniert, warum die Formel, die da rauskommt, auch funktioniert. Und wen das interessiert, das Buch ist also durchaus empfehlenswert. Die Internetseite entsprechend von Dr. Gunther hat also auch jede Menge Hinweise und Details, wie das Ganze angewendet werden kann. Ja, schauen wir uns das mal an. Wir starten mit einer Messreihe. Ich habe jetzt hier von unserem Tomcat-Server ein paar Messwerte mitgebracht. Insgesamt 6 Messungen für unterschiedliche Anzahlen Clients, die da halt Last draufgeben. Angefangen mit einem Client, der liefert dann eine Request Rate, also im Prinzip einen Durchsatz von 12,5 Requests pro Sekunde. Und das Ganze geht eben bis 32 Clients hoch. Wenn wir hier genau gucken, von einem auf den zweiten Client hochgeschaltet, haben wir ja fast eine Verdopplung, nicht ganz 25 mal so Pi mal Daumen geguckt. Von 16 auf 32 Clients sind da nur noch ganze 14% Wachstum zu sehen. Das heißt, da sieht man schon an den Zahlenwerten, das verhält sich, wenn ich dann in die höhere Client-Anzahl komme, nicht mehr so, wie ich das vielleicht gerne möchte. Und genau das wollen wir uns jetzt eben anschauen und analysieren. Ich hatte eben schon gesagt, Grafik ist immer ein guter Start. Das kann man hier im ersten Schritt auch mal machen. Ich habe hier das Plot-Kommando von R, mit der ich halt solche Messreihen mir im ersten Schritt anzeigen kann.
Vom Aufruf her, die Request Rate in Abhängigkeit der Client-Anzahl möchte ich hier analysieren. Das wird halt hier mitgegeben. Und ich sage dem System, die Daten stammen jetzt aus dem Data Frame namens LoadTest. Und das, was ich eben auch schon mal hatte, benutze bitte schwarze Punkte für die Darstellung. Das ist der letzte Parameter hier. Ja, und das Ergebnis ist dann diese Grafik. Und man sieht die Messwerte eben entsprechend aufgetragen. Und was man hier eben schon so ein bisschen optisch sehen kann, ja, so im einstelligen Bereich kann ich da vielleicht noch eine gerade Linie durchliegen. Das ist also so, wie ich mir das eigentlich erhoffe. Aber die Kurve flacht doch, oder die Messwerte flachen doch nach hinten hin recht stark ab. Und irgendwo fehlt da so ein bisschen das, was ich eigentlich in meinem System gerne hätte, dass es da nämlich genauso weitergeht. Ja, und um das jetzt einfach auch ein bisschen auszuwerten, das ist jetzt eben genau die Aufgabe, die wir mit dem Universal Scalability Law machen wollen. Wie funktioniert das in R? Dafür gibt es ein entsprechendes Package, was ich eben über dieses CRAN-Archive-Netzwerk auch runterladen und installieren kann. Wenn ich das installiert habe bei mir lokal, kann ich über den Library-Aufruf halt dafür sorgen, dass das eingebunden wird ins laufende System. Damit habe ich zusätzliche Funktionen zur Verfügung, mit denen ich jetzt diese Analyse machen kann. Die Funktion, die ich hier verwende, nennt sich USL, bekommt von den Parametern her eben ähnliche Werte, wie sie auch beim Plotten verwendet wurden. Also ich sage, analysiere die Requestrate in Abhängigkeit der Clientanzahl und benutze die Daten eben aus dem entsprechenden Dataframe. Das Ergebnis ist dann ein komplexes Objekt, was wir in unserer Variable hier ablegen. Und da steckt letztlich unser Skalierbarkeitsmodell hinter. Und das kann man sich dann eben im nächsten Schritt auch für weitere Auswertungen anschauen. Also das ist erstmal nur die Erstellung des Modells. Und jetzt geht es halt darum, was sagt mir das Modell, was kann ich daran ablesen. Und im ersten Schritt kann man dann einfach auch mal das Ganze nochmal wieder plotten. Wir haben jetzt zwei Plot-Kommandos. Das erste davon hatten wir gerade schon gesehen. Das sind eben einen meiner reinen Messwerte. Das zweite Plot-Kommando produziert jetzt eben die Kurve von meinem Skalierbarkeitsmodell. Ich gebe dem Kommando halt mein Objekt mit, was ich gerade eben erstellt habe. Da ist so ein bisschen Objektorientierung drin auch. Also Plot ist an der Stelle intelligent genug zu erkennen, dass es jetzt etwas anderes hat, was es plotten soll, und macht dann im Prinzip genau das Richtige damit, nämlich die Methode aufzurufen, die für dieses Objekt, für diese Klasse im Prinzip definiert ist. Ja, mit color gleich red ist, glaube ich, recht ersichtlich, was da passiert. Und mit dem add gleich true sorge ich eben dafür, dass ich das Ganze in eine bereits vorhandene Grafik hinzumale. Und so entsteht halt die Grafik, die wir hier unten sehen, wo eben beide Plots direkt in einem Bild zu sehen sind. Und was man hier halt erkennt, das scheint also, unser Modell scheint da recht gut geeignet zu sein, um das vorherzusagen, um das zu analysieren. Wir treffen die Messwerte hier relativ gut. Was jetzt an der Stelle sehr wichtig ist, und das ist ein Teil dieser ganzen mathematischen Betrachtungen, die in dem Buch auch ausführlich erläutert werden. Das, was wir hier machen, ist jetzt nicht eine beliebige Kurve zu finden, die möglichst gut durch die Werte gehen, sondern die Funktion, die Formel, die dahinter steckt, ist eine fest vorgegebene Formel. Warum es gerade die Formel ist, ist eben genau Teil dieser mathematischen Betrachtung. Die Formel hat allerdings zwei Parameter, und letztlich drehe ich an diesen zwei Parametern so lange, bis ich hier ein gutes Bild hinbekomme. Das muss ich nicht mehr von der Hand machen, dafür gibt es eben hier die Implementierung in R. Aber als Ergebnis bekomme ich letztlich eben genau diese zwei Parameter. Die kann man sich dann auch anschauen. Dafür gibt es auch eine Funktion, die Koeffizienten eines Modells sich anzuschauen. Das mache ich hier. Die beiden Parameter heißen halt Sigma und Kappa und haben halt für mein Modell hier, also für meinen Tomcat, den ich hier betrachte, genau diese Werte auf Basis der Messwerte, die ich da vorher gewonnen habe. Und was jetzt das Interessante an diesem Modell eben ist, diese beiden Parameter hängen direkt mit technischen Effekten zusammen, die die Skalierbarkeit limitieren. Für den ersten Parameter Sigma ist das der Overhead durch eine serielle Ausführung, also überall da, wo ich im Code Passagen habe, die zu einem Zeitpunkt immer nur von einem ausgeführt werden, hat das direkten Einfluss auf den Wert, der hier für den Parameter ausgerechnet wird. Dieser Wert erzählt mir also, wie viel Anteil meines Codes rein seriell ablaufen. Auf der anderen Seite habe ich einen Parameter, der misst halt im Prinzip den Overhead, der durch Konsistenzschaffung entsteht. Also in dem Moment, wo ich
versuchen muss, in meinen Multithreaded, Multi-CPU, Multi-Host-System irgendwo einen konsistenten Zustand zu bekommen. Diese Teile des Codes, die werden hier mit protokolliert und gemessen. Schauen wir uns noch ein paar Beispiele an. Für das erste ganz klar Queues und Logs. Also überall, wo ich in meinem Code mit Queues und Logs habe, wo ich halt Warteschlangen habe, bei denen irgendeiner nicht mehr weiterkommt, weil jemand anders gerade dran ist, hat das direkten Einfluss auf diesen Parameter. Und auf der anderen Seite haben wir halt sowas wie Punkt-zu-Punkt-Synchronisierung. Das ist sehr häufig bei Caches der Fall. Also in dem Moment, wo ich Caches in meinem System habe und ich halt einfach beim Zugriff auf ein Objekt erstmal klären muss, ob ich dieses Objekt ändern darf oder ob jemand anders dieses Objekt gerade ändert und deswegen eben zwischen zwei Komponenten eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung aufmache, hat das Einfluss auf diesen zweiten Parameter. Und so habe ich im Prinzip ein Bild über die beiden Parameter. Um das besser zu verstehen, habe ich noch ein anderes Beispiel mitgebracht, nämlich mal eine Darstellung, wie sich das eigentlich auf die Laufzeiten auswirkt. Weil das Schöne ist, ich kann jetzt im Prinzip nicht nur erklären oder messen, dass da irgendwo Laufzeit-Overhead entsteht, sondern ich kann ihn auch erklären und begründen. Fangen wir mit dem ersten Balken oben an. Das ist die Basis der Messung, die ich jetzt machen möchte. Links haben wir auf der Achse die Clients aufgelistet. Also der erste Balken ist mit einem Client gemessen. Ich lasse in meinem Tomcat, ich weiß nicht, 100.000, 1 Million Requeste laufen und messe die Zeit, die ich dafür brauche. Ein Client. Das läuft also alles seriell, alles hintereinander. Die Laufzeit, das ist jetzt hier unsere 100%-Marke. Das ist die Grundlage. Das ist das, was ich als Ausgangspunkt nehme. Und dann gucken wir uns den zweiten Balken an, mache ich denselben Test, aber ich benutze diesmal 4 Clients. Ich möchte an der Stelle eigentlich, dass ich dann nur noch ein Viertel der Laufzeit habe. Das wäre die optimale Skalierung. Rechnerisch gehe ich auch von diesem Viertel aus. Das ist jetzt der grüne Anteil, der eben meine Applikationsberechnungen ausmacht. Da gehe ich auch von 25% aus, deswegen endet der Balken bei 25. Der Overhead, der aber entsteht, der kommt noch oben drauf und das Modell erlaubt mir jetzt eben auch eine Aussage zu machen, und zwar vorab eine Aussage zu machen, wie viel Overhead das ist. Also eine Aussage, bei welcher Position dann der Balken an dieser Stelle aufhören muss. Und das ist jetzt durch die Farbe dargestellt, wir haben einmal einen orangen Bereich, das ist nämlich das, was unser Parameter Sigma eben ausmachte, also Queues, die in meinem System vorhanden sind, wo irgendwo seriell abgearbeitet wird. Und auf der anderen Seite etwas, das ist dieser Coherency-Parameter, also das, wo ich Punkt-zu-Punkt-Verbindungen habe, um Caches zu refreshen oder zu invalidieren. Diese zwei Komponenten kommen noch oben drauf. Und die kann ich mit meinen gemessenen Parametern an der Stelle jetzt vorhersagen. Und das wird eben auch durch die Farbe ausgedrückt, die an dieser Stelle, die ich hier verwendet habe. Nochmal konkret, das ist wirklich mein Tomcat, den ich hier sehe. Das heißt, ich kann jetzt auch von dieser Position hingehen und sagen, wenn ich an dieser Stelle was verbessern will, ich weiß nicht nur, wie viel Verlust ich habe, sondern ich kann an der Farbe quasi auch sehen, in welcher Komponente, wo muss ich denn in meinem System ansetzen, um das Ganze zu verbessern. Hier sieht man an dem Orange, das ist eben unser Contention-Parameter, also ich muss an der Queuing-Thematik irgendwas machen, um das System vom Durchsatz her zu verbessern. Und extremer wird es halt, wenn ich dann in noch größere Parallelität gehe. Ich habe hier noch zwei Messwerte oder zwei Prognosen für 15 und 30 Clients mitgebracht. Der grüne Anteil halbiert sich. Klar, wir verdoppeln die Anzahl der Clients. Aber man sieht eben, dass der Overhead, der dabei entsteht, auch noch größer wird, sodass in Summe, wenn ich eben alle Komponenten zusammennehme, an der Stelle nur noch 2,3% Verbesserung zu sehen sind. Also ein Effekt, den vielleicht auch der eine oder andere im echten System schon gesehen hat. Irgendwann lohnt es sich nicht mehr, noch weiter zu parallelisieren, weil ich an der Stelle gar nicht mehr den Gewinn bekomme, den ich da irgendwo reinstecken muss. Ja, das so ein bisschen als Erläuterung, was diese zwei Parameter sind und was sie eigentlich ausdrücken. Was ich eben jetzt machen kann, wenn ich dieses Modell fertig habe, ich kann hingehen und damit eben weiterarbeiten. Ich kann Prognosen machen für Bereiche, in denen ich überhaupt keine Messwerte habe. Das mache ich hier jetzt. Ich rufe dazu die Funktion Scalability auf. Die Funktion Scalability ist eine Funktion, die wieder eine Funktion als Ergebnis liefert.
etwas, was in modernen Programmiersprachen jetzt nach und nach eingebaut wird, etwas, was aber zum Beispiel in Lisp seit Jahrzehnten vorhanden ist. Also Funktionen sind First-Class-Objekte und können eben als Argumente in eine Funktion reingereicht werden oder auch aus einer Funktion wieder zurückkommen. Und durch diese reine Zuweisung auf meine Variable SCF entsteht damit eine Funktion, die ich wieder aufrufen kann. Das mache ich im zweiten Schritt. Ich rufe meine Funktion, das ist eben jetzt die Skalierbarkeitsfunktion für meinen Tomcat, mit den Werten 30, 36 und 40 auf. Also ich frage das System, welchen Durchsatz erreiche ich mit dieser Anzahl Clients, ohne dass ich das je in meinem System gemessen hätte, einfach dadurch, dass ich das Modell gewonnen habe, und bekomme als Ergebnis eben die drei Werte, ja, 114, 112, 110. Da erkennt man schon, wir sind hier im Prinzip schon in einem Bereich, wo es eigentlich schon bergab geht. Und wenn ich sowas sehe, dann ist natürlich die spannende Frage, wo ist denn der Punkt, an dem eigentlich der maximale Durchsatz erreicht wird? Und auch diese Frage kann mir das Modell beantworten. Die Funktion nennt sich Peak Scalability, rufe ich genauso auf für mein Modell und bekomme die Antwort bei 28, ein bisschen, ist halt der Punkt erreicht, an dem ich im Prinzip den maximalen Durchsatz in meinem System habe. Und wenn ich das dann wieder ineinander einsetze, sehe ich dann auch den konkreten Wert, der dabei rauskommt, eben wieder die 114,3. Ja, und eben hatten wir an den farbigen Darstellungen gesehen, dass ich im Prinzip erkennen kann, wo eigentlich die Verluste in meinem System sind. Und wenn ich das schon weiß, dann ist natürlich der nächste Schritt zu fragen, was passiert denn, wenn ich an dieser Stelle etwas verbessere? Wie viel kann ich denn aus dem System insgesamt rausholen, wenn ich da ansetze und es vielleicht schaffe, irgendwas zu optimieren? Und das kann ich eben mit diesen Funktionen auch machen, indem ich einfach die Parameter entsprechend nochmal setze. Ich gehe jetzt hier mal davon aus, dass irgendein findiger Programmierer in der Routine oder in irgendeiner Queuing-Komponente noch was gefunden hat, wo er sagt, da kann ich aber gut die Hälfte wegnehmen. Und wir hatten eben für unseren Parameter Sigma, das ist ja genau der Anteil, an dem das Queuing stattfindet oder in dem das Queuing im Prinzip ablesbar ist, hatten wir einen Wert von 0,04 gesehen. Den setze ich jetzt hier mal in dem Modell einfach auf 0,02 runter. Also ich teste mal, wie verhält sich das System laut meinem Modell, wenn ich das eben vom Wert her halbieren kann. Und das kann ich eben machen, ohne überhaupt eine Zeile Code anzufassen oder ohne ein Stück Hardware zu bewegen. Und bekomme als Ergebnis eben 29,2. Das heißt, der Punkt, an dem ich die maximale Skalierbarkeit erreiche, hat sich jetzt ein bisschen nach hinten geschoben. Und wenn ich das jetzt den Punkt kenne, dann kann ich eben in dem zweiten Schritt dasselbe nochmal machen, um den Wert mir ausgeben zu lassen. Das heißt, zu ermitteln, welchen Durchsatz erreiche ich denn hier eigentlich. Und das setze ich dann eben wieder ineinander ein und bekomme in dem konkreten Fall eben die 145 als Ergebnis. Das heißt, der maximale, die Request Rate, den Durchsatz, den ich mit meinem System erreichen kann, unter der Voraussetzung, diese Optimierung ist realisierbar, wäre halt 145 Transaktionen oder Requests pro Sekunde. Und damit habe ich eben, bevor ich überhaupt anfange, irgendwas am System zu verändern, schon mal eine Hausnummer, wo ich sagen kann, lohnt sich das überhaupt? Ist das der Wert, mit dem ich mein System nachher wirklich betreiben kann? Oder bin ich damit noch viel zu weit von dem weg, was ich eigentlich erreichen will, und wir müssen viel stärker optimieren? Das kann ich eben schon sagen, bevor ich überhaupt mit der Optimierung anfange. Ich muss halt nicht warten, bis das Ganze fertig ist, um dann zu erkennen, ja, reicht auch nicht. Und so haben wir halt im Prinzip hier ein Modell, ein mathematisches Modell für unser System gewonnen, mit dem sich eben Vorhersagen machen lassen, mit dem ich ein bisschen rumspielen kann, um zu erkennen, wo geht da eigentlich die Performance flöten, was ist die Komponente, natürlich nicht auf Basis einer Zeilennummer in meinem Code, dafür ist das System halt doch viel zu komplex, aber als Modell eben doch eine Aussage machen kann, wie das Ganze eben funktionieren kann. Ja, und das war auch mein drittes Beispiel, wo ich mit R ein bisschen zeigen wollte, unter Zuhilfenahme eines entsprechenden Paketes, was lässt sich denn hier so im IT-Bereich für Performance-Aussagen und so weiter eigentlich, wie lässt sich R da einsetzen und welche Aussagen kann ich damit gewinnen? Ja, dann herzlichen Dank erstmal, und ansonsten würde ich sagen, wenn wir dann noch Fragen haben, dann kann ich die jetzt auch noch beantworten. Bitte. Welche Alternativen zu R haben Sie kennengelernt?
kennengelernt und untersucht eigentlich keine. Also die Frage war, welche Alternativen es gibt zu R, beziehungsweise ich dann kennengelernt habe. Und kennengelernt habe ich in dem Sinne keine. R ist eine freie Software, das heißt, es ist ein sehr einfacher, sehr niedriger Einstieg. Da kann jeder, ohne auch Geld auszugeben, mit anfangen. Es gibt ein paar andere mathematische Tools, von denen ich weiß. MATLAB wird sehr gerne verwendet. Im Statistikbereich gibt es SPPS und andere Applikationen, die eben alle Geld kosten. Das ist bei einem schmalen Budget, möglicherweise auch als Student, eben nicht der Punkt, mit dem man anfangen möchte. Und ich habe einfach irgendwann, als ich die Notwendigkeit sah, mich mehr mit solchen Datenauswertungen zu beschäftigen, mal geguckt, was es verfügbar war. Und R war da eigentlich eine sehr gute Alternative, denke ich, wo man halt wenig Energie reinstecken musste, um dann anfangen zu können. Bitte. Ja, also die Frage ist, gibt es ein gutes Buch zum Einstieg oder gibt es von der Dokumentation, ist das ausreichend, was vorhanden ist? Es gibt in R ein integriertes Hilfesystem, was also auch so ein bisschen mit Hyperlinks funktioniert. Das heißt, wenn ich bei einer Funktion bin und es werden andere Funktionen referenziert, kann ich mich da durchklicken. Das ist schon mal für die Parameter sehr hilfreich. Es gibt eine ganze Reihe Bücher. Jetzt muss ich überlegen, ob ich davon irgendwas empfehlen könnte. Also im A-Press-Verlag sind ein paar erschienen zum Thema R. Zum Teil sind einige Bücher auch eher vor dem Hintergrund, dem fachlichen Hintergrund Statistik. Wie wende ich statistische Methoden an und benutze dabei R? Da hängt es halt immer ein bisschen davon ab, was ich da mache. Also wie gesagt, R ist ja stark zum Beispiel in der Bioinformatik zu Hause und da gibt es natürlich dann einfach Bücher, die aus diesem Themenbereich kommen und dann eben das versuchen aufzuarbeiten. Da gibt es eine Sache, diese zweite Grafik, die war ja jetzt, oder diese Balkengrafik, die ich hatte, die war ja jetzt ein bisschen bunter. Das ist eine Komponente, die nennt sich ggplot, basiert auf einer, ich glaube, Promotionsarbeit oder so. Grammar of Graphics nennt sich das Ganze. Das heißt, da hat sich jemand die Mühe gemacht und überlegt, welche Grammatik könnte ich entwerfen, um zu beschreiben, wie Grafiken aufgebaut werden sollen. Das Ganze funktioniert in Layern, das heißt, ich kann dann eine Ebene, jetzt nicht im Sinne der Anzeigeebene, sondern der logischen Ebene. Also ich kann mich erstmal mit den Achsen beschäftigen, mit der generellen Darstellung, wie soll der Hintergrund aussehen. Dann kann ich halt sagen, welche Farben verwende ich. Und so baue ich meine Grafik nach und nach auf. Wie gesagt, das nennt sich ggplot, ist ein Tool oder eine Bibliothek, die man eben hier auch installieren kann. Und dafür gibt es ein relativ gutes Buch, was nur über diese Bibliothek geht, ist auch vom Autor dieser Bibliothek selber. Das fand ich also auch sehr empfehlenswert. Die aktuelle Version, die Bibliothek hat sich natürlich weiterentwickelt und das Buch ist da nicht mehr wirklich auf dem letzten Stand. Aber diese Balkengrafik zum Beispiel, die bunte, ist genau auf diese Art entstanden. Um das zu produzieren, was ich jetzt hier angezeigt habe, das waren so 6-7 Zeilen Code, um das halt entsprechend in der Darstellung mit den Farben, mit den Achsenbeschriftungen und so weiter zu machen. Also das würde ich für dieses grafische Thema, würde ich das auf jeden Fall empfehlen. Bitte schön. Das ist eben eine Sache, wenn ich so ein Modul schreibe, dann muss der Autor im Prinzip auf jeden Fall eine Art Manpage mitliefern, also das Hilfesystem füllen mit den Funktionsbeschreibungen. Und dann gibt es eben Module, bei denen sind sogenannte Vignetten dabei. Das sind dann zusätzliche PDFs, in denen der Autor möglicherweise einen Anwendungsfall beschreibt, das Ganze noch konkreter macht oder so. Aber das ist keine Pflicht und deswegen ist das nicht bei jedem Modul dabei. Danke für den Hinweis. Ja, ansonsten, ich habe hier noch ein paar Kontaktmöglichkeiten noch aufgezeigt und mein GitHub-Account unten. Ich werde den Vortrag also inklusive der kompletten R-Skripte, die dabei auch abgelaufen sind, an der Stelle dann irgendwo in den nächsten Tagen hinterlegen. Und da kann also, wer Interesse hat, dann auch mal schauen, wie das Ganze halt quasi auch im Quellcode aussieht und wie das Ganze dann in einem Rutsch auch das PDF generiert, was wir jetzt hier als Präsentation hatten. Vielen Dank nochmal.